und ich saßen gerade hier rum und da ist mir eine kleine Idee gekommen. Und zwar werden wir jetzt was Cooles kaufen gehen. Ich habe gerade eine kleine Heuerjacke gehabt. Irgendwie überkommt mich gerade alles. Was war mich? Ja, was geht ab? Was geht? Was geht ab, Freunde? Es ist der nächste Tag und wir wissen eigentlich nicht mehr, wann wir das letzte Mal gevloggt haben. Liegt daran, dass wir sehr viel erledigt haben und trotzdem irgendwie nur zu Hause waren, weil wir immer noch angeschlagen sind. Bei mir ist es jetzt schon besser geworden, bei Frau Mahoney ist so ein bisschen lala. Aber heute steht was sehr Cooles an und ich bin sehr gehypt darauf. Jetzt wird aber erstmal was gesnackt und wir gucken gerade nebenbei Sherlock Holmes. Läuft einfach im TV, bequatschen ein bisschen was. Ich snack jetzt Nüdlis, weil Frau Mahoney schon was gegessen hat und Timbo auch. Danke fürs Machen. Danke, danke. Und lass es mir schmecken. Fertig gefrühstückt und während Kobi da jetzt so ein bisschen Post durchgeht, werde ich mich daran begeben, das erste Riesenpaket hier auszupacken. Und zwar unsere neue Hilfe hier. Ich bin sehr gespannt. Das ist der Mach V1 Ultra. Den packen wir jetzt erstmal zusammen aus. Wow, der sieht voll schön aus. Also, ich habe alles ausgepackt und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, der sieht einfach optisch richtig, richtig schön aus. Wie gesagt, das ist der Mach V1 Ultra und ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, was hier alles so an Zubehör dabei war. Wir haben hier eine Bürste zum Saubermachen und hier hinten, das kann man rausziehen. Da habt ihr noch so ein kleines Cuttermesser, sag ich mal, dran, mit dem ihr so Haare rausschneiden könnt. Dann ein extra Filter, nochmal eine Ersatzbürste, Zitronensäure, falls ihr das Gerät entkalken wollt. Dann finde ich auch richtig cool, ist noch ein Cleaner dabei, also Putzmittel, was ihr dort oben auf der Rückseite, zeige ich euch gleich, einfüllt und die Ladestation. Und wie gerade eben auch schon gesagt, ist das Ganze ja ein All-in-One-Gerät. Das heißt, er reinigt nasse und auch trockene Verschmutzungen und hat sogar eine Dampffunktion, auf die bin ich auch sehr gespannt, die richtig hartnäckige Flecken auf jeden Fall wegbekommt und bis zu 99,9% aller Bakterien abtötet. Also hat es auch gleichzeitig noch eine Desinfektionsfunktion. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt mal aus. So, wir haben jetzt alles einmal eingestellt und den angemacht und eingerichtet und gerade schon mal ganz kurz hier getestet. Und jetzt wollen wir es euch mal zeigen. Also hier habt ihr sogar ein Display und seht zum Beispiel hier die Akkuanzeige, was ihr wann machen müsst, in welchem Modus der ist. Wir haben den jetzt gerade im normalen Cleaning-Modus und ich habe jetzt gerade hier mal kurz was vorbereitet, um es zu testen. Also das ist jetzt ein nasser Fleck. Ich habe da ein bisschen was zu trinken hingeschüttet und da habe ich jetzt mal so einen dicken Erdefleck hingemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Zuallererst wollte ich euch jetzt einmal den Dampfmodus zeigen. Hier könnt ihr nämlich den Modi verstellen. Drückt ihr einmal drauf. Nochmal. Dann geht es in den Dampfmodus. Und dann seht ihr jetzt auch hier unten die rote Leiste. Die wird sich jetzt da lang bewegen. Und wenn der fertig ist zum Dampfen, dann wird die Leiste quasi ganz hinten sein. Ich warte mal kurz. Jetzt ist er fertig. Jawohl. Dampfbereit, Auslöser ziehen, um den Dampf freizugeben. Um den Dampf freizusetzen, muss man einfach hier hinten nur den Hebel ziehen. Freunde, als erstes, bevor wir jetzt zu den zwei Sachen kommen, machen wir aber mal einen älteren Fleck und einfach mal was, was auf Fliesen halt passieren kann. Und zwar hier unten seht ihr das so, leichte Dreckschimmer von Schuhen und keine Ahnung was. Ja, das sieht man da auf jeden Fall. Ich glaube, dafür brauchen wir aber Dampf. Wir schauen mal. Wir gucken jetzt mal. Oh, okay. Was? Oh, wow. Oh mein Gott. Alter, 1A. Ich bin gerade sehr impressed. Ich auch. Krass. Das ist voll krass. Okay, wir gehen mal zu den anderen Flecken. Weil das Ding hat so viele Funktionen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass wenn man nass wischt, hinten der automatisch trocknet. Saugt, wischt nass und trocknet. Hinterher. Wow. Und weg. Oh mein Gott, okay. Das ist jetzt Matsch. Der ist fest. Wow. Krass. Eigentlich hatte ich immer gedacht, dass unser Haus sauber ist, aber das, was ist das für eine Brühe da drin? Ich schäme mich ein bisschen. Also wir machen das Ding jetzt mal sauber und ich muss schon sagen, das sieht schon wirklich sehr brühig aus da drin. Oh mein Gott, schau mal jetzt, Waschbecken, Leute. Oh Gott. Oh mein
ich schäme mich gerade so sehr. Ja gut, hab ich gesagt. Oh Mann. Das kann nicht sein. Ja, wir müssen wohl jetzt öfter sauber machen mit dem Ding. Okay, Freunde, während Frau Mahoney jetzt nochmal unser Haus ein bisschen grundreinigt, nachdem das wirklich etwas schmuddelig war, könnt ihr super, super gerne einfach mal den Link in der Videobeschreibung abchecken und euch den neuen Mach V1 Ultra angucken, abchecken. Und ich würde sagen, ihr habt die Ergebnisse beim Live-Test gesehen. Wir können das Ding auf jeden Fall nur empfehlen. Und jetzt kommt, finde ich, das Allerbeste. Wir sind jetzt fertig mit Putzen und jetzt wird das Gerät einfach nur hier in die Station gestellt und... Ladevorgang. Es fängt an zu laden und wenn wir jetzt hier oben einmal drauf drücken, Selbstreinigung starten. Fängt er an, sich selbst zu reinigen. Gründliche Reinigung mit Reinigungsmittel und mit Sauerstoff angereichertem Wasser. Jetzt macht er die Bürste einmal sauber und hier kommt, wie gesagt, die Luft raus, damit die Bürste auch direkt getrocknet wird. Freunde, jetzt wird's cool. Nein, ich bin wirklich sehr gehypt, denn endlich, mein Traum wird wahr. Traum ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich hab echt wirklich seit Wochen schon Bock drauf und jetzt passiert's endlich, seit Monaten schon fast. Ich hab Anfang des Jahres schon überlegt und jetzt gehe ich das erste Mal mit den beiden schwimmen, denn ich will regelmäßig demnächst Cardio machen und das in der Schwimmeinheit, das heißt so ein, zwei, dreimal die Woche schwimmen gehen und jetzt probieren wir es das erste Mal aus, weil ich wollte nicht alleine gehen, ehrlicherweise das erste Mal. Deswegen kommen die beiden mit und das wird ganz toll. Juhu! Ich habe mir ja sogar dafür ein bisschen Equipment gekauft. Und zwar diese nette Brille hier und eine Schwimmshorts hier. Let's go. Freunde, wir sind durch. Und es hat so Spaß gemacht. Also klar, ich konnte da jetzt nicht filmen und so, aber es hat wirklich so Laune gemacht. Unfassbar. Es war voll auf jeden Fall, aber ich finde, Bahnschwimmen kann man sich gut durchmogeln so und gut, der eine macht den Platz, der andere macht den. Man weiß halt, ob man schneller oder langsamer ist. Und ansonsten hat es einfach nur Bock gemacht. Frau Mahoney war okay, war ja heute ein bisschen K.O., war beim nächsten Mal, also fürs nächste Mal eine Schwimmhaube. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Schwimmhaube, und eine damit meine Haare nicht immer anders werden, das ist super nervig. Und eine Brille, ja. Dann kann ich es beurteilen, jetzt die Erfahrung war nicht so geil. Ja. Ich habe so oft Wasserspritzer ins Auge bekommen, weil irgendwelche Rennmäuse, Alter, an einem vorbeigedüst sind und dann, ich habe ja Kontaktlinsen, ja. Mit Brille ist ja noch schön. Ja, safe. Und dann ist die Kontaktlinse die ganze Zeit im Auge verrutscht und ich habe die ganze Zeit nichts gesehen. Oh, das ist, ja. Aber ich fand's super und ich werde es jetzt weiter so machen. Ab und zu, ein, zwei Mal die Woche. Wenn ich richtig reinkomme, vielleicht auch jeden Tag, man weiß es nicht. Spaß. Aber macht Spaß. Good morning, Freunde. Hello. Howie ist trainieren. Okay, ich bin ehrlich mit euch, wir haben keinen Morgen mehr. Wir haben 12:45. Aber ja, wie immer ist Kobi im Fitnessstudio und Timbo und ich saßen gerade hier rum, haben ein bisschen Big Bang geguckt und da ist mir eine kleine Idee gekommen. Und zwar werden wir jetzt was Cooles kaufen gehen. Ihr könnt euch ja vielleicht auch daran erinnern, dass Kobi mir vor einem halben Jahr oder so, ich weiß nicht mehr genau, ein Kindle geschenkt hat. Und den haben wir ja wieder zurückgeschickt, weil das dann irgendwie doch absolut nichts für mich war, weil ich das Buch in den Händen halten wollte und weil man ja irgendwie die Bücher, die man schon zu Hause hat, dann darauf nicht lesen kann. Das ist ja dann irgendwie doppelt bezahlen. Ach, keine Ahnung. Aber jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt, irgendwie dann doch nochmal sowas auszuprobieren. Weil wenn ich abends im Bett liege und lesen will, funktioniert das nicht, weil ich auf der Seite liege und dann kann ich das Buch nicht richtig, ne? Ja, schwierig. Und jetzt würde ich gerne mal den Tolino von Thalia ausprobieren. Ich habe nämlich gesehen, dass die eine Online-Bibliothek haben mit über 400.000 Büchern, die man lesen kann und sich kostenlos ausleihen kann. Maybe that's the Point, da das funktioniert. Wir werden schauen. Tim und ich, wir fahren jetzt los und kaufen mal so ein Ding. Was geht ab, Freunde? Gestern schwimmen, heute früh direkt rein ins Gym. Rein in die Masse, Freunde. Wir sind angekommen und Timo hat gerade was gesagt, was mich ein bisschen nervös macht. Er sagt so, ja, was, wenn die das jetzt nicht da haben? Dann haben wir ein Problem. Dann habe ich gerade gesagt, hast du die nächsten 2 Stunden mit mir nichts zu tun und fährst mit mir alle Thalias ab, die es hier in der Umgebung gibt. Nein, wir hoffen jetzt mal, dass es da ist. Es gibt ja irgendwie 6 verschiedene Stück oder so, glaube ich. Und ich habe jetzt gerade mal einfach geschaut. Also ich glaube, von 80 bis 250 Euro ist da alles dabei. Ich habe mich aber für den Schein 4, ist das, glaube ich, entschieden. Der ist das zweitteuerste, glaube ich. Der hat aber irgendwie LCD-Display noch und irgendwie eine bessere Auflösung. Ach, keine Ahnung. Kobi sagt, der ist besser. Ja.
Mal schauen. We did it, Freunde. Ich habe ihn gekauft. Es ist wirklich der Shine 4 geworden. War jetzt super easy. Also wir waren da, haben gesagt, wir wollen so ein Ding und dann haben die das gegeben. Also es ging schneller als gedacht. Und dazu haben wir hier so ein 2 Monate geschenkt Scoop-Dings bekommen. Das ist nämlich das, wovon ich vorhin geredet habe. Diese Online-Bibliothek mit über 400.000 Büchern. Und da hoffe ich, dass da auch so Colleen Hoover, Mona Kasten und sowas dabei ist. Ja, mal schauen. Ich hoffe, vielleicht ist das für mich besser als der Kindle. We tried. Okay, wir sind wieder zu Hause und ich werde ihn jetzt mal auspacken und direkt mal versuchen zu testen und zu schauen, ob er was ist oder nicht. Ich wollte eigentlich auf Kobe warten, aber ich glaube, der trainiert noch lange und ich kann es nicht mehr abwarten. Enjoy reading. Thank you. Ui, süß. Toll. Oha, cool. Süß. Hat so eine süße Rückseite. Okidoki. Ist noch ein Ladekabel dabei. Ja, Anleitung. Alles, was man braucht. Okay, ich fuchs mich mal rein und zeig's euch gleich mal. Ach, Freunde. Freunde. Was soll ich euch sagen? Mau, ich habe gerade 2-3 Stunden mich hiermit beschäftigt und versucht herauszufinden und zu machen und zu tun. Das ist leider auch keine Lösung. Also ich finde das, den E-Book Reader an sich nicht so gut, muss ich sagen. Also das Kindle ist viel, viel flüssiger gelaufen. Also ich glaube, selbst wenn es eine Lösung gegeben hätte für mein Bücherproblem an sich, hätte ich mich vielleicht dann doch nicht für den Tolino entschieden. Vielleicht ist es aber auch ein Montagsprodukt, was ich hier habe. Aber es hat sehr, sehr lange gebraucht, alles zum Laden. Wenn man irgendwo drauf geklickt hat, dann musstest du immer so ein paar Sekunden warten und dann hat der das erst angenommen. Also es lief irgendwie nicht so flüssig, hatte ich das Gefühl. Und auch wenn du zum Beispiel ein Buch gelesen hast und dann eine Seite weitergeklickt hast, war das so immer so im Verzug. Also du hast geklickt und dann kam erst die neue Seite. Also es war irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung. An sich aber auch da dieses Scoop oder wie das heißt, auch da sind bei über 400.000 Büchern online. Also nicht die Bücher dabei, die mich halt interessieren, die so ich lesen wollen würde. Und auch bei der Online-Bibliothek, ja, hat es nicht funktioniert, was ich machen wollte. Also das war jetzt wirklich offiziell mein letzter Versuch, ein E-Book wieder auszuprobieren. Ich würde es so, so gerne machen. Wie gesagt, in Amerika ist es ein so cooles Prinzip. Du kaufst ein richtiges Buch und in dem Buch ist ein QR-Code, was du mit deinem E-Book-Reader scannen kannst. Und dann hast du es sowohl auf dem Reader als auch im Bücherregal stehen. Aber das ist in Deutschland leider nicht erlaubt. Deswegen, Schatz, weil irgendwie Bücher mit 19% versteuert werden, ne? Ja, andere Steuern. Ja, und der E-Book-Reader wird mit 7% versteuert. Und da kannst du das ja nicht zusammen vermischen, weil 19% und 7%, das ist ja mal wieder, hören Sie mal, Deutschland einfach. Naja, schade, falls dieses Gesetz irgendwann in 10 Jahren mal rauskommt, werde ich es nochmal probieren. Aber aktuell sehe ich es nicht ein, 15 Euro für ein Buch zu bezahlen und dann 10 Euro nochmal, um es hier auf meinem E-Book wieder zu haben. Nee, so viel Geld will ich dann doch nicht rausschmeißen. Hi, willkommen zurück zum neuen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Nein, nur dich. Ja, wie denn dann? Hallöchen, Freunde. Hallo. Wir haben uns gerade angezickt. Reality. Weil ich vloggen soll, aber ich also keine Lust hatte. Ja, das ist es so. Aber wir sitzen im Auto und fahren jetzt, stehen gerade im Stau. Ja. So, Freunde, jetzt nochmal richtig. Ich habe heute einen sehr schlechten Tag. Jetzt machen wir mal wirklich hier ein bisschen Reality. Ja. Kommen wir mal kurz auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich habe gerade irgendwie Schweißausbrüche, Panikattacken, alles Mögliche. Ich bin kurz vom Weinen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir überstehen den Tag. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt seit 1,5 Wochen irgendwie keine Menschen mehr gesehen haben, weil es nur geregnet hat und wir irgendwie nur zu Hause waren. Aber ich fühle mich gerade so antisocial und so, ich muss in meine Höhle und mich verkriechen. Weiß ich auch nicht. Also, aber ich glaube, dafür kann das doch jetzt gut sein. Ja, oder? Aber das hatte ich nicht mal nach 1-2 Jahren Corona, so, dass ich so antisocial war. Also irgendwie ist das gerade merkwürdig. Wir sind auf jeden Fall gerade auf einem Weg zu einem Event, worauf ich mich eigentlich sehr freue. Und zwar Hitchi X More Nutrition, die Zerups, auf jeden Fall geschrieben mit Z. Und ja, auf das Launch-Event fahren wir jetzt. Irgendwie macht mich das gerade nervös, dass da so viele Leute sind. Random, weil es ist so alltäglicher irgendwie, auf solche Events zu gehen. Aber gerade fühle ich mich einfach, ich muss zurück in mein Kokon. Naja, schauen wir mal, was das wird. Schaut mal, wer mit dabei ist. Jules, er liebt es, auf Events zu gehen. Ich kenne wirklich niemanden, der es so sehr liebt, auf ein Event zu gehen wie Juli. So, Freunde, wir sind angekommen und es geht sofort los mit der Rede, weil wir eine Dreiviertelstunde zu spät sind. Shit.
Hallo. So, Freunde, hier wurde lecker gesnackt und probiert und gemacht und getan und jetzt dreht das Wetter einfach komplett durch. Es sieht wirklich wundervoll aus. Hammer Wetter heute. Hammer. Hammer hart. Ach, dieser August, Alter. So, Freunde, wir sind wieder zu Hause. Schon was länger. Yes, ich habe gerade eine kleine Heulattacke gehabt. Ich glaube, das wird hier heute das Real Talk Video. Nee, ich weiß auch nicht. Ich sitze gerade hier alleine. Kobe ist oben, was zocken. Gerade kurz ein bisschen Zeit für mich gebraucht. Weiß auch nicht, was los sollte. Aber irgendwie überkommt mich gerade alles. Meine Gefühle überkommen mich. Ich bin einfach ein Mensch, der super gerne Dinge verdrängt, die mich belasten oder mir auf dem Herzen liegen. Und ja, verdränge sie, wie gesagt, immer. Aber ich weiß, dass ich auf der anderen Seite wieder ein Mensch bin, der sich immer alles sehr zu Herzen nimmt und sehr unter gewissen Dingen leidet und sich immer 100 Jahre im Kopf macht. Und ich dann Dinge lieber wegschiebe, bevor ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen. Aber ja, dann kommt irgendwann der Moment, wo alles auf einen überprasselt. Und ich glaube, der Tag ist heute gekommen. Meine Güte. Oh, ich habe es irgendwie jetzt schon die letzten Wochen so gemerkt, dass ich einfach nicht einschlafen konnte. Jetzt seit 2-3 Wochen liege ich nachts einfach immer wach, denke über Millionen Sachen nach. Teilweise denke ich auch einfach über gar nichts nach und liege einfach nur da und starre ins Dunkle. Aber ja, ich bin eigentlich gerade am Laptop, was schön ist eigentlich am Machen oder am Planen, was ich euch gerade aktuell noch nicht zeigen kann. Aber ja, werdet ihr in ein paar Tagen eigentlich erfahren. Oder ja, in ein paar Wochen. Aber hat mich gerade irgendwie überkommen. Ich weiß nicht. Privat ist aktuell einfach so ein bisschen viel los bei uns. Unabhängig, aber natürlich auch das Kivo-Thema, dass es nicht geklappt hat, wie der Weg weitergehen wird. Das ist natürlich auch die ganze Zeit präsent in meinem Kopf. Aber ja, wie gesagt, auch noch andere Dinge, die mir aktuell sehr auf dem Herzen liegen. Aber ja, wir teilen ja sehr viel mit euch, aber dann doch nicht alles. Aber ja. Damit ihr auch mal seht, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ja, ich finde es eigentlich auch schön, wenn man mal die negativen Seiten zeigt und auch mal zeigt, dass wir, die ständig im Internet alles zeigen und von sich preisgeben, wir auch eigentlich nur Menschen sind, die mal schlechte Tage haben. Deswegen, ja. Aber das Allerwichtigste ist immer Kopf hoch. Morgen früh ist ein neuer Tag. Also wenn ihr vielleicht auch einen schlechten Tag hattet oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat, es kommen bessere Zeiten. Das ist immer so, das wird immer so sein. Aber es ist manchmal auch einfach wichtig, die Gefühle und die Tränen und alles rauszulassen, damit der Körper und der Kopf wieder funktionieren. Ja, jetzt habe ich hier 3 Minuten geredet. Sorry. Es ist soweit. Mein Termin steht an. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, dass alles gut ist und so. Weil ich mir natürlich nicht wünsche, dass wir 2 Sachen haben, die da irgendwie vielleicht Schwierigkeiten bereiten. Hat Wollt ihr einmal winken, geplant? Ihr 2 frisch Verlobten?